Hallihallo, ihr Lieben, 18.15 Uhr auf der Uhr. Es ist Zeit, die Abendroutine zu starten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende. Und heute ist ja, wenn ihr das Video da seht, ist ja der 3. Oktober. Also, frohen Feiertag an euch. Und los geht's. Also als erstes mache ich immer, wenn ich merke, es dämmert schon ein bisschen draußen, mache ich dann schon ein Küchenfenster mit dem Rollladen zu. Einfach weil ich mag das nicht, wenn man mich von außen irgendwie beobachtet. Das ist creepy und das mag ich nicht. Und da fange ich in der Regel auch meine Abendroutine an. Ja, so zwischen 18 und 18.15 Uhr fange ich dann an, das Essen vorzubereiten, das Abendessen. Bei mir gibt es immer unterschiedliches. Heute habe ich Quarktaler gemacht und da braucht ihr nicht viele Zutaten. Dafür braucht ihr einfach nur Topfenquark. Der hier ist jetzt vom Lidl, den gibt es da. Das ist der Dvorak, heißt der. Und der ist gar nicht wässrig, der ist richtig trocken und wirklich super dafür geeignet. Körniger Frischkäse im Prinzip. Und dann ein Ei, Vanillezucker und Mehl. Und das war's. Und dann nochmal extra Mehl zum Auswälzen. Und hier könnt ihr sehen, wie ich das dann kreiere. Das Rezept für die Quarktaler, das schreibe ich euch einfach nochmal unten in der Infobox. Also ihr könnt auch hier sehen, wie klebrig die Masse ist. Das soll auch so sein. Dementsprechend macht ihr immer mehr Mehl dazu, sodass er dann auch nicht mehr klebt. Und aber nicht zu viel auf einmal, immer nach und nach, weil sonst wird er trocken und bröselt einfach nur. Um gleich große Talerchen zu schneiden, geht ihr direkt von Mitte zu Mitte zu Mitte zu Mitte. Und dann ist es in der Regel so. Und dann, was ich eigentlich noch mache, aber an dem Tag habe ich es jetzt nicht gemacht oder am Abend, ist die klebrige Seite, die tut ihr dann schön andrücken und in Mehl wälzen. Aber ihr könnt das sehr gerne im Paniermehl machen, da werden sie außen auch nochmal richtig knusprig. Und dann gerade in Öl anbraten mit einer Messerspitze Butter. Und das schön warm werden lassen und dann auf beiden Seiten schön anbraten, bis sie goldbraun sind. Ja, ein Wunder, dass die Teller hier nicht kaputt gegangen sind. Deswegen habe ich mich echt oft wiederholt. Langsam, bitte langsam. Er möchte ja helfen, ich möchte es auch, dass er hilft. Dann schon eine kleine Verantwortung zu übernehmen, hier und da ein bisschen. Das können die Kinder dann auch schon mit 5. Und aber das ist halt, da haben wir halt keine Plastikteller jetzt gerade benutzt an dem Abend. Die waren nämlich auch in der Spülmaschine. Und aber die helfen sehr gern die Kinder. Der Jimmy war jetzt nicht dabei, Jimmy war unten im Hobbyraum und hat dort gezockt mit seinen Freunden.
Und er hatte nur noch ein paar Runden und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gedacht, da störe ich ihn jetzt nicht, da soll er das ruhig spielen, das ist ja doof, wenn man das unterbricht. Ja, und in der Zeit, wo die Hayley mit mir in der Küche war und hat die Quarktaler immer wieder angeschaut und umgedreht, so sieht es aus, hat der Kobi dann auch im Wohnzimmer weitergespielt. Und die Quarktaler, ja, die schmecken am besten mit Joghurt, gemischt mit Honig oder nur Honig, Marmelade mit Joghurt gemischt, also wirklich lecker. Und da habe ich uns noch Nudeln warm gemacht, die hatte ich vom Mittagessen noch. Das waren die Mac and Cheese zusammen mit Bacon, die ich da angebraten habe. Die habe ich dann einfach so drüber gemacht. Dann habe ich einen Obstsalat gemacht mit Nektarine und Banane drin und einen puren Joghurt und etwas Müsli reingemischt. Ja, und da haben das die Kinder dann lecker gegessen. Also zumindest hat es denen gut geschmeckt. Lecker gegessen. Und dann habe ich gefragt, warum. Ja, der Kobi hat zuerst den Joghurt-Müsli gegessen und da war sein Teller verschmiert und da wollte er jetzt noch die Mac and Cheese haben und dafür habe ich ihm einfach einen frischen Teller gegeben. Ja, also wir sitzen dann am Esszimmer, während dem Essen erzählen wir über alles und hören uns dann auch Musik an. Wir gehen einmal reihum und jeder sucht sich dann ein Lied aus, was er hören möchte. Das machen wir einfach so am Tisch und erzählen einfach gemütlich. Und ja, ich habe hier noch ein bisschen Gemüse aufgeschnitten. Das sind so die letzten Gurken, die jetzt kommen vom Garten. Ich werde sie vermissen. Aber ein paar hängen noch und es ist ja noch schön genug, dass sie reifen. Und kleine Dance-Offs gibt es auch noch ein bisschen. Ja, die Kinder sind glücklich, sie lachen und so mag ich das dann. Wenn sie dann abends ins Bett gehen, sind sie zufrieden und ja, und so möchte ich, dass sie auch einschlafen. Hayley und Kobi haben sich Billie Jean gewünscht und die hören das gerne und gucken die in die Kamera. Ja, auf jeden Fall, meine Munchkins, ja, die mögen das und ich gönne den Kindern dann noch eine gewisse Freiheit. Ich mag das nicht, wenn alles zu verbissen abläuft. Es muss dann und jetzt und sofort geschehen. Es soll alles entspannt zugehen. Man muss einfach nur dafür selbst sorgen, wann man das anfängt, wie lange brauche ich für was, wie lange brauchen die Kinder. Ja, und man sollte immer nach seinem Pace gehen und sich den Kindern ihr Pace anpassen. Der Große ist da dann den anderen beiden weit voraus natürlich. Mit 14 ist er sehr selbstständig. Während ich unten alles fertig gemacht habe, ist der Jamie dann
auch schon mal hoch und hat sich geduscht und fertig gemacht, ja, seinen Schlafanzug angezogen. Und die Haley ist dann auch hoch und hat sich geduscht und fertig gemacht. Und der Kobe war dann noch in seinem Zimmer dann später und hat gespielt, während ich dann unten nochmal alles fertig gemacht habe. Und ja, so läuft einfach mein Abend ab. Die Kinder machen sich fertig, der Kleine wartet und ja, und ich putze dann noch ein bisschen und dann lasse ich noch meinen Saug- und Wischroboter nochmal durchgehen durchs Wohnzimmer und die Küche, dass sie da noch alles schön wischt. Ja, und dann geht das eigentlich wirklich rucki-zucki und entspannt. Ja, dann habe ich im Kobe geholfen, die Spielsachen zusammenzuräumen und dann die Kiste hochzubringen. Und da blieb er dann auch, wie gesagt, damit ich hier unten alles fertig machen kann. Und während ich dann hier unten arbeite, also da wird auch jetzt auch keine flotte Musik mehr gehört. Und da wird eher entspanntere Musik gehört und da höre ich immer gerne, dann schalte ich die Alexa ein und bitte um Spiele Jazz Classics und da macht sie das auch und da kommen alle Louis Armstrong und so weiter und das höre ich einfach abends sehr gerne und die Atmosphäre entspannt sich im Haus, es kommen alle runter, auch wenn die Kinder natürlich nicht so gerne Jazz jetzt hören, aber sie gewöhnen sich dran, aber man merkt einfach, dass es dann auch entspannter abläuft, du fühlst dich selbst nicht gestresst. Und wenn das so im Hintergrund läuft, das ist einfach so schön. Und ja, ich mag einfach solche, diese Art von Ambienz. Ja, und dann habe ich mit Absicht erstmal das Esszimmer und das Wohnzimmer fertig gemacht.
gesaugt und alle Stühle hochgestellt, damit da mein Saug- und Wischroboter alles wischen kann. Ihr habt auch gesehen, ich habe den Teppich zusammengeklappt, damit die auch da drunter schön wischen kann. Ja, damit sie mir einfach nicht im Weg ist, wenn ich dann die Küche putze und der Boden nass wird und vielleicht nochmal Krümel runterfallen und so. Und deswegen mache ich das dann immer, dass sie zuletzt die Küche dann wischt und saugt. Oder ich sauge vor, hier habe ich jetzt auch gesaugt und sie kam dann und hat dann gewischt. Ja, und so sind wir uns beide nicht im Weg und es ist dann wirklich richtig schön sauber. Ich mag es einfach auch, am nächsten Morgen aufzustehen und einfach wirklich, dass das Wohnzimmer aufgeräumt, sauber ist. Ja, und so war dann die Küche sauber. 1, 2, 3. Tada! Ja, und während ich die Küche dann sauber gemacht habe, ist sie ja wischen gegangen und bis ich fertig war, war alles trocken. Dann ist sie in die Küche und hat dort weitergemacht. Ich habe dann wieder alles runtergestellt und habe dann die Couch nochmal ordentlich aufgeräumt oder zusammen, wohl eher aufgeräumt, ja. Und die Kissen nochmal ordentlich hingelegt. Ja, und die Decke nochmal ordentlich gefaltet. Das ist einfach wirklich wunderbar. Und dann bin ich noch raus und habe die Wäscheständer reingeholt. Ja, die draußen noch standen. Es ist ja schönes Wetter draußen. Das heißt, gewaschene Wäsche kann draußen an der Luft immer noch schön trocknen. Ja, und dann bin ich hin und habe halt die Wäsche noch zusammengelegt. Ja, es ist einfach anders, wenn mein Mann nicht da ist. Deswegen zeige ich euch jetzt hier so eine Abendroutine, meine Solo-Abendroutine im Prinzip, wie ich das mache mit den Kindern, wenn mein Mann dann die Spätschicht hat. Und der kommt ja dann erst um 10:30, 22:30 ungefähr nach Hause. Ja, und es läuft halt anders ab, als wenn er dann da ist. Wenn er die Frühschicht hat, ist er ja dann abends zu Hause und dann läuft es nochmal ganz anders ab. Also da kann ich auch nochmal eine Abendroutine starten, wenn ihr wollt. So, Wäsche zusammengelegt, es ist 20:04 Uhr und ich habe dann gebeten, den Jamie so lange bitte beim Kobe ein bisschen aufzuräumen. Das ist auch wie immer gar kein Problem. Ich freue mich total, dass ich die Kinder auch drum bitten kann, während ich dann dem Kobe die Zähne putze. Also er putzt sie morgens immer, die Zähne selbst. Abends machen wir das aber, damit es wirklich ordentlich sauber ist. Ja, gerade abends, ne, wenn er dann schlafen geht, dass da wirklich alles in Ordnung ist und sauber ist. Morgens ist es ja im Prinzip nicht so schlimm, ist es ja dann eigentlich eher nur vom Schlaf und das kriegt er auch schon so hin und ja, und deswegen machen wir das. Und dann habe ich ihn auch geduscht.
und so sieht es dann aus. Die Kinder haben sich dann, die Großen haben sich dann verteilt in ihr Zimmer. Und jetzt liege ich noch ein bisschen beim Kobe nach dem Duschen und habe ihm die Haare noch geföhnt, deswegen sind die auch schon trocken. Ich will da nicht, dass er einen Zug abends bekommt, wenn ich ihn schon so spät dusche. Und ja, und hier lese ich ihm noch ein bisschen Bambi vor. Mir nach, rief Klopfer. Die Tiere jagten mit heftigen Flügelschlägen und langen Sprüngen hinter Klopfer her. Schnell wieder den Kranken und flogen sie durch den Wald, um den neugeborenen Prinzen zu sehen. Tief im Dickicht fanden die Tiere endlich das Prinzenbaby. Es lag ganz dicht bei seiner Mutter. Das kleine gefleckte Tier betrachtete die anderen Tiere mit großen, neugierigen Augen. Dann streckte es sich in seinem Vorderläufer aus und versuchte auf allen vier Beinen zu stehen. Aber seine Beinchen waren noch wackelig und rutschig. So, und jetzt ist meine Zeit. Das war das Duschgel, was ich benutzt habe. Und hier habe ich noch ein Reinigungsöl, was ich dann auftrage nach dem Duschen. Wasche mein Gesicht immer separat, irgendwie, weiß auch nicht warum, das habe ich mir so angewöhnt, dass ich in der Dusche meinen Körper sauber mache und mein Gesicht dann extra am Waschbecken. Ja, und das ist das Produkt, das Insana Öl, das ist vom Rossmann Reinigungsöl, ich finde das echt super, und danach nehme ich noch ein Micellenwasser von Yves Rocher, was ich mal geschenkt bekommen habe von meinem Mann zum Geburtstag, und danach creme ich mich ein mit Florena Tagescreme oder so. Ich habe keine extra Nachtcreme, Tagescreme und so weiter und so fort. Also, ich mag das aber nicht, zu viele Produkte auf meiner Haut zu machen. Das gilt auch für Make-up. Ich habe auch an für sich, am Make-up nehme ich immer nur Concealer, um meine dunklen Augen zu abzudecken, und so eine Foundation oder so habe ich, ich glaube, in meinem Leben 4-mal benutzt und das war's. Bei mir kommt nicht viel auf die Haut, ich mag das nicht so viel, und auf jeden Fall seht ihr, wie ich mich fertig mache. Der Jamie ist noch wach, aber er ist in seinem Zimmer. Ich glaube, es ist dann auch mittlerweile 21 Uhr. Und jetzt ist Schicht im Schacht, und die Heli ist dann auch noch in ihrem Bett. Die darf bis 21.30 Uhr wach bleiben, und sie liest dann noch ein Buch bis 9:30 Uhr, und dann macht sie das Licht aus, und der Jamie geht in der Regel so um 10:30 Uhr ins Bett. Das ist dann durch die Woche, und am Wochenende dürfen sie natürlich ein bisschen länger wach bleiben. Ja, und dann gehe ich hin und mache mir erstmal jedes Lichtlein an. Und mache es mir einfach oben gemütlich im Schlafzimmer. Und ich habe natürlich schon den Großen gute Nacht gesagt. Der Kobi schläft schon. Und jetzt mache ich es mir gemütlich und warte, bis mein Mann kommt. Thank you.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dieses Aufatmen, wenn wir dann abends sitzen, der Tag ist um und dann kommt dieses, ja, und dann schalte ich mir Netflix ein. Ich gucke im Moment The Rookie. Ich weiß, es gibt schon 5 Staffeln. Ich glaube, das war es auch mit den Staffeln. 5 Staffeln insgesamt. Und ja, also ich finde die Serie ganz toll. Mein Mann findet die auch ganz toll. Und ja, und das habe ich mir dann auch angeguckt, eine Folge. Und ja, wirklich super. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch ja einen schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ja, und vergiss nicht zu abonnieren. Gib dem Video einen Daumen hoch. Und vergiss nicht auf die Glocke zu klicken, wenn ihr keiner meiner neuen Videos verpassen wollt. Da kriegt ihr automatisch dann die Info, wenn eins rauskommt oder generell ein Kommentar oder irgendwas, irgendwelche Nachrichten. Und ja, tschüss, macht's gut, eure Jessica.